Hallo, schön, dass du hier bist auf meinem Kanal. Mein Name ist Tatjana und ich begrüße dich ganz herzlich zur Jahreslegung 2024 für das Sternzeichen Jungfrau. Ja, schauen wir mal rein, was möchte die geistige Welt dir für 2024 gerne mitteilen? Ich habe verschiedene Orakelkarten dabei, verschiedene Kartendecks dabei. Also Orakelkarten, das Monology. Wir schauen in jeden einzelnen Monat, also nehme ich als Überschriften für die Monate. Dann nehme ich eine Karte aus dem Arcanum Tarot und dann ziehen wir noch eine Karte aus dem Rider-Waite Tarot. Ja, es ist eine allgemeine Legung. Und die Hofkarten deute ich geschlechterneutral in einer allgemeinen Legung und bedenkt bitte, Zeit ist fließend. Ja, es könnte eine längere Legung werden, damit das Mischen und Auslegen hier nicht so lange dauert, werde ich das im Video dann etwas schneller abspielen lassen, meine Lieben. Und dann mische ich jetzt, lege aus und dann hören wir uns gleich wieder. Ich habe die Karten gemischt und ausgelegt. Das ist die erste Jahreshälfte: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, die zweite Jahreshälfte. Schauen wir, wie beginnt das neue Jahr für dich. Wie sind da die Energien, liebe Jungfrau? Und da habe ich als Überschriftenkarte Spiritualität und Machbarkeit. Ja, hier geht es um Spiritualität und oder Machbarkeit. Also es kann sein, dass du hier vielleicht auch eine spirituelle Anbindung hast, oder dass du vielleicht im Thema Spiritualität etwas umsetzen möchtest. Und dann geht es hier um die Machbarkeit. Also es geht darum, was ist machbar, was kannst du umsetzen. Und mit den Fischen Energie, da geht es ums Gefühl. Also es geht um den Fluss, es geht um den Flow. Was ist für dich machbar, was ist für dich umsetzbar, egal ob jetzt im spirituellen Bereich, Entschuldigung, in der Spiritualität oder auch in anderen Bereichen. Ja, und da habe ich den Ritter der Schwerter. Und der Ritter der Schwerter ist eine schnelle Karte. Ja, es könnte hier etwas sehr schnell gehen mit dem Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter, ja, ist aber auch so ein bisschen ungemütlich, ne? Also es könnte hier ungemütlich werden, vielleicht in einer Situation. Es könnte hier vielleicht auch zu Streitigkeiten kommen. Es könnte hier, ja, zu Kritik zum Beispiel kommen in einer Situation. Oder du wirst für das, was du vorhast, kritisiert. Also hier könnte dir Gegenwind entgegenschlagen, kriege ich hier so rein, bei den Dingen, die du vorhast. Und hier habe ich als Klärungskarte die Vier der Stäbe. Und die Vier der Stäbe, das ist für mich so das Fundament, worauf wir etwas aufbauen können. Ne, wir haben hier vier Stäbe. Es geht hier um die Bereiche im Leben, Beruf, Finanzen, Liebe, Partnerschaft, Freundschaft. Ne, alles, ja, was dir so wichtig ist, worauf kannst du ein festes Fundament aufbauen? Beruf, natürlich gehört auch noch dazu. Und ja, was ist jetzt machbar? Und ich nehme es hier so wahr, ja, wir haben hier die Fische, wir haben hier die Fische-Energie. Also, wo hast du das Gefühl, was ist für dich machbar, was ist für dich umsetzbar in einem Bereich deines Lebens? Also, mit wem oder was könntest du dich hier vielleicht auch zusammentun? Wir haben hier zwei Menschen stehen. Ich nehme hier auch immer, ja, wir haben hier den Erntedank, wir haben hier die Dankbarkeit. Also, vielleicht hast du hier mit Kritik zu kämpfen oder wie ich schon sagte, auch mit Gegenwind. Das kann eine Person sein, die hier vielleicht auch Kritik an deinen Plänen übt, die dir das hier vielleicht auch etwas madig machen will. Wir haben hier den Ritter der Schwerter. Das kann jemand sein, der dir hier so, ja, deinen Plan durchkreuzt, ne, in einem Bereich deines Lebens oder auch in mehreren Bereichen.
da schau jetzt mal. Also hier haben wir so ein bisschen mit dem Ritter der Schwerter so eine aggressive Energie. Es könnte ja auch ja, in der Kommunikation, Kommunikationsschwierigkeiten, dass man einfach hier nicht versteht, ne? Was dich bewegt, das kriege ich hier so rein mit den Fischen. Ne? Also, dass du hier vielleicht auch auf Unverständnis stößt. Also, das kriege ich hier so rein. Ich lasse es mal hier so stehen für den Januar. Also, es scheint hier eindeutig um Kommunikationsschwierigkeiten zu gehen. Ja, in gewissen Verbindungen in einem Bereich deines Lebens. Vielleicht hast du einen Plan, vielleicht stößt du da auf Unverständnis. Es kann natürlich mit dem Ritter der Schwerter hier auch noch um einen Ex-Partner gehen, mit dem du hier vielleicht mal verbunden warst und der, der vielleicht hier jetzt auch wieder auf den Plan tritt, sagen wir mal so, in dein Leben prescht und versucht hier deine Pläne zu durchkreuzen. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, schauen wir mal auf den Februar. Es wird sich nichts ergeben. Mond auf leerer Bahn. Ja, also das ist so eine Stillstandsphase, eine Auszeit. Vielleicht bist du im Moment ein bisschen orientierungslos. Also vielleicht weißt du jetzt da gerade nicht, wie es weitergeht oder was du machen sollst. Also es wird sich hier nichts ergeben. Es ist Auszeit, Stillstand. Vielleicht nutzt du diese Zeit hier auch, um dich zu orientieren, um deine mit den vier der Münzen Prioritäten zu setzen. Also das nehme ich hier stark wahr. Vier der Münzen, da geht es um die Gewichtung in einer Situation. Was ist dir wichtig? An was möchtest du festhalten, was darfst du loslassen, was ist nicht mehr wichtig für dich. Ja. Und hier habe ich als Klärungskarte die Liebenden. Also es geht hier um die Liebe, es geht hier um deine Herzenswünsche mit der Liebe. Ja, was ist wichtig für dich, woran hältst du fest, was lässt du los? Ich nehme es hier fast so ein bisschen als Orientierungsphase los, was liegt dir am oder auf dem Herzen? Wie wichtig ist die Liebe in deinem Leben? Auch die Frage kann sich hier vielleicht stellen. Es kann hier um eine Partnerschaft gehen, es kann hier um eine neue Liebe gehen, es kann um Menschen gehen mit den Liebenden, die dir am Herzen liegen. Und es kann natürlich hier auch um deine Herzenswünsche gehen, also vielleicht eine Entscheidung aus Liebe. Was ist dir wichtig? Also da etwas festzuhalten, etwas loszulassen, ja, in der Liebe. Ne, es kann auch, hält man hier vielleicht an einer Partnerschaft noch fest? Wie wichtig ist es dir? Möchtest du festhalten? Möchtest du loslassen? Auch diese Frage könnte sich hier stellen. Ja, und es ist so eine Zeit eher des Nachdenklichen, eher des in sich gehen. Also ja, eine Zeit, ja, für deine Besinnung, sage ich mal so, ne? Was dir wichtig ist, was dir vielleicht auch hier in der Partnerschaft wichtig ist. Auch die Frage könnte sich hier stellen. Oder was überhaupt in der Liebe für dich wichtig ist. An wen oder was möchtest du noch festhalten? Oder wen oder was möchtest du loslassen? Es kann natürlich hier auch mit den Münzen was Berufliches gehen. Tust du das, was du liebst? Ne? Weil wir ja auch die Machbarkeit haben. Wie wichtig ist es dir, ja, dass du die Erfüllung findest in deinem Beruf zum Beispiel? Also ich nehme es ja so wahr, dass hier ja so die Zeit ist, mal gründlich über verschiedene Dinge, das, was dir am oder auf dem Herzen liegt, nachzudenken. Ja, wie wichtig ist mir was im Leben? Ich lasse mal so stehen. Ja, dann schauen wir mal in den März. Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Ja, verlass deine Komfortzone, tritt aus deiner Wohlfühlzone und da, das ist jetzt eine, habe ich den Page der Münzen und der Page der Münzen steht für günstige Gelegenheiten. Also du hast hier jetzt eine günstige Gelegenheit oder es ergeben sich günstige Gelegenheiten oder du kannst hier eine Chance ergreifen, wenn du aus deiner Wohlfühlzone, aus deiner Komfortzone heraustrittst. Also machst du nicht so gemütlich, sage ich jetzt mal so, sondern hier könnten sich gute Chancen, günstige Gelegenheiten auftun. Also bleib hier nicht in deiner Wohlfühlzone sitzen.
Da habe ich jetzt als Klärungskarte die Vier der Münzen und die hatten wir gerade hier. Und in dem hier, so war hier, ist nochmal das Thema. Was ist dir wichtig? Also an was hältst du fest? Möchtest du hier eine neue Chance, eine neue Gelegenheit ergreifen? Eine Gelegenheit beim Schopf packen? Oder bleibst du lieber in einer Situation sitzen? So nehme ich das hier wahr. Weil wir hier das auch haben, tritt aus deiner Wohlfühlzone. Also hältst du hier an dem fest, ja, hältst du hier an dem fest, was du die ganze Zeit schon hast, oder ergreifst du hier eine neue Chance, eine gute Gelegenheit? Oder packst hier eine Gelegenheit am Schopf? Ja, das lassen wir mal so. Also da darfst du dann auf deine Situation schauen. Auch hier haben wir Münzkannen, es kann um berufliche Themen gehen, es kann aber auch alles in deinem Leben sein. Hier tun sich vielleicht neue Chancen auf und wir haben hier den Page der Münzen und der Page, der wächst natürlich. Also man fängt hier vielleicht nochmal klein an oder von vorne an und das ist vielleicht unbequem. Bequemer ist es vielleicht hier, die Dinge so zu lassen, wie sie sind und daran festzuhalten. Und da nehme ich hier so das Thema Entscheidung wahr. Also ja, das kriege ich hier so rein. Also was hältst du fest, was lässt du los? Das hatten wir hier auch schon. Na, also es scheint so, ich nehme es hier fast so wahr, ja, wie ich es gerade schon sagte, möchtest du in einer Situation sitzen bzw. stehen bleiben, also die Situation so lassen, wie sie ist, oder bist du bereit, dich hier vielleicht auf was Neues einzulassen? Und dann wäre jetzt hier eine günstige Gelegenheit, eine gute Chance dazu. So lassen wir es jetzt stehen. Ja. Januar, Februar, März, April. Das Ziel ist fast erreicht. Ja, also hier, du bist hier kurz vorm Ziel. Ja, vielleicht auch vor dem Ziel, dir über etwas klar zu werden. Das kriege ich hier so rein. Und da habe ich die Sechs der Schwerter. Und die Sechs der Schwerter spricht davon, dass man eine Situation verlässt. Ne? Vielleicht machst du hier auch eine Reise mit den Sechs der Schwertern. Vielleicht machst du dich auf zu neuen Ufern. Hier haben wir ja schon die günstige Chance, gute Gelegenheit, eine Chance beim Schopf packen. Also ich nehme es hier so wahr, du machst dich hier auf die Reise. Du lässt was hinter dir. Ja, du machst dich auf den Weg sozusagen. Ja, und dieser Weg oder diese Reise oder da, wo es hingeht, ja, das ist habe ich hier die Fünf der Stäbe als Klärungskarte. Das ist natürlich der herausfordernd. Ne, da könntest du dich hier auch noch in einem inneren Zwiespalt befinden. Ist es jetzt richtig, eine Situation loszulassen, mich von etwas zu entfernen? Habe ich jetzt das Richtige getan? So kriege ich es hier rein. Ne, da könnte so der innere Kampf, der innere Konflikt bei dir hier noch sein. Natürlich bringen neue Wege oder wenn wir Situationen verlassen, auch wieder hier, man muss sich hier vielleicht ein bisschen durchkämpfen. Es gibt die ein oder anderen Herausforderungen. Also es ist dann vielleicht ja für dich auch kein leichter Weg. Aber du kommst da ans Ziel. Wir haben ja, das Ziel ist fast erreicht. Also du machst dich auf den Weg oder du machst dich auf eine Reise. Du verlässt eine Situation. Und auch wenn es hier Herausforderungen gibt, kommst du ans Ziel. Ja, und hier können auch mehrere Menschen involviert sein. Wir haben hier ja fünf der Stäbe und auch hier sitzen zwei in diesem Boot. Ne, sie sitzt und er rudert, sagen wir sozusagen. Oder, ne? Also es könnte hier auch wirklich um zwischenmenschliche Verbindungen gehen. Das kriege ich hier so rein. Von was entfernst du dich? Ne? Und ja, wo ist nur Konflikt? Und dass du dich aus diesen Situationen entfernst. Wo gibt es immer nur Konflikte? Wo fühlst du dich gar nicht wohl? Also ich nehme es so wahr, hier darfst du so ein bisschen aussortieren. Und dann erreichst du auch dein Ziel. Auf welche Reise machst du dich? Mit wem machst du dich hier auf die Reise? Auch das könnte hier das Thema sein. Mit wem machst du dich auf die Reise? Und dann könnte es hier natürlich auch um das Thema Konkurrenz gehen. Ne? Schauen wir mal weiter, schauen wir auf den Mai. Ja, es ist Zeit zu handeln. Da habe ich jetzt die Widderenergie und die Widderenergie steht für Antrieb. Also mit dem Widder wird es nicht langweilig. Hier kann es auch sein, dass du es mit einem Sternzeichen Widder zu tun hast.
Also da wird es nicht langweilig. Es ist jetzt Zeit zu handeln, also Zeit nach vorne zu gehen, etwas zu unternehmen. Ja, und da habe ich die drei der Stäbe, und die drei der Stäbe ist der Blick in die Zukunft, also Zukunftspläne zu schmieden. Also hier nehme ich es auch so wahr, den ersten Schritt für dein weiteres Leben, für deine Zukunft oder für das, was du dir vorgenommen hast zu tun. Ne, wir haben hier drei der Stäbe, also er hat hier schon den Stab nach vorne gerichtet. Also jetzt ist eine günstige Zeit, die ersten Schritte für deine Pläne, für das, was du umsetzen möchtest, zu unternehmen. Ja, als Klärungskarte habe ich hier die zwei der Stäbe, die zwei der Schwerter, Entschuldigung. Ja, und die zwei der Schwerter, das steht jetzt wieder für eine Unentschlossenheit. Man ist hier unentschlossen. Also ich nehme es ja so wahr, mit den zwei der Schwertern kommst du hier nicht voran, da kommst du nicht weiter. Es kann natürlich hier auch zwei Wege geben, dann darfst du hier aber entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Wo willst du hin in Zukunft? Und da ist es jetzt notwendig, hier eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also sie sitzt hier da mit den zwei der Schwertern, ja, die Hände vor dem Herzen verschränkt, also das Herz ist ziemlich zu, aber der Bauch ist offen. Vielleicht vertraust du hier auch auf dein Bauchgefühl, hier jetzt eine Entscheidung zu treffen. Es ist aber hier Zeit zum Handeln und es soll auch nach vorne gehen mit der Widderenergie. Und da nehme ich es so wahr, es könnte jetzt ein wichtiger Zeitpunkt sein oder der richtige Zeitpunkt sein, die Entscheidung zu treffen, also nicht in dieser Unentschlossenheit zu verharren, sondern die Entscheidung zu treffen, wohin ja dein Leben gehen soll, in welche Richtung, was sind deine Zukunftspläne, entscheide dich. Also so kriege ich das hier rein. Was möchtest du, wo soll dich dein Leben hinführen, was möchtest du in Zukunft haben, und dann ist es hier wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Schauen wir auf den Juni, eine neue romantische Phase. Also jetzt wird es romantisch. Wir haben hier Waage-Energie. Ja, sehr schöne Energie. Ja, und da habe ich den Teufel. Ja, also der Teufel spricht von Abhängigkeiten. Vielleicht wehrst du dich jetzt gegen jegliche Romantik. Also du betrachtest das hier vielleicht als etwas Negatives mit dem Teufel, das kriege ich hier so rein. Ja, oder du bist hier auch sehr vorsichtig, was die Liebe betrifft, was Romantisches, was Liebevolles. Also ich nehme es hier so mal, da ist für dich, kriege ich hier so rein, das empfindest du jetzt momentan vielleicht eher als schlecht als recht. Und da schauen wir mal, hier haben wir als Klärungskarte die Welt, also hier habe ich jetzt zwei hohe Arcana-Karten. Die Welt spricht davon, ein Kreislauf endet, etwas Neues möchte beginnen. Die Welt, hier die Dame, hier, die hat hier die Stäbe in der Hand, den Stab, ja, des Lebens, wohin soll es gehen? Etwas darf abgeschlossen werden, etwas Neues möchte beginnen. Und ich nehme es hier so mal mit dem Teufel. Darf alles, was dir hier nicht gut tut, Abhängigkeiten, oder wo du dich abhängig fühlst, weil wir hier das Romantische haben mit der Waage-Energie. Es darf in Harmonie kommen, du darfst hier einen Kreislauf schließen, ein Teufelskreis kriege ich hier auch so rein, kann hier abgeschlossen werden. Vielleicht empfindest du es gerade, als würdest du dich im Kreis drehen, oder vielleicht hast du das Gefühl, du bist hier in so einem Teufelskreis. Wenn du dich hier auf etwas Romantisches einlässt, ich nehme es ja so wahr, dass du hier, ja, dass dir hier so deine innere Mitte fehlt, um dich wirklich auf was Romantisches einzulassen, weil du hier vielleicht die Befürchtung hast, so nehme ich es wahr, wieder in einen Teufelskreis zu kommen, wieder in eine Abhängigkeit zu kommen, wieder nicht dein Leben selbst in der Hand zu haben. Also das kriege ich hier so rein. Und ich nehme es hier auch fast so wahr, wenn das hier damit zusammenhängt, es widerspricht irgendwie deinen Zukunftsplänen. Und hier haben wir so eine Unentschlossenheit, ja, liegen. Und da nehme ich es mal, diese Unentschlossenheit könnte einfach daher rühren, dass du Angst davor hast, wieder in einen Teufelskreis zu geraten. Ja, ein Teufelskreis, das kann für jeden was Unterschiedliches sein. Vielleicht hat es mit
bei dir wirklich was mit Liebe und mit Romantik zu tun, dass du ja hier in der Liebe vielleicht schon schlechte Erfahrungen gesammelt hast, in Abhängigkeiten gelandet bist. Also letztendlich hat sich die Liebe für dich eher als etwas Negatives, als etwas Positives gezeigt, oder du hast hier immer die falschen Menschen sind in dein Leben gekommen, und ich nehme es hier fast so wahr, dass du einfach Angst davor hast und hier sehr vorsichtig bist, dass sich das nicht ständig wiederholt. Ne? Also da, das frisst natürlich die Romantik auf. Ängste fressen die Romantik. Und hier nehme ich so wahr, der Teufel, da tut dir etwas nicht gut. Der Teufel kann auch ein Steinbock sein, auch das wäre eine Möglichkeit. Aber irgendetwas tut dir hier nicht gut. Und ich nehme es hier so wahr, du möchtest eher ein Ende hinter diesen Kreislauf setzen, hinter etwas, was dir nicht gut tut. Ja, dann darfst du hier ein Ende setzen, damit eben wieder etwas Neues, wenn auch etwas Romantisches, etwas Liebevolles in dein Leben kommen kann. Also da nehme ich so wahr, wie wenn du in einem Zwiespalt hängst. Du bist hier, ja, was Romantisches, ja, kriege ich hier so rein, eher negativ eingestellt. Also die Liebe siehst du eher mit dem Blick des Teufels. Also wenn ich mich auf die Liebe einlasse, ich sage jetzt mal, was ich hier so reinbekomme, ist ja eine allgemeine Legung und vielleicht ist es für jemanden wichtig, dann wird es mir da nur schlecht ergehen. So in etwa kriege ich es rein. Und dieser Kreislauf darf abgeschlossen werden. Also hier dich vielleicht auch wieder zu öffnen, dein Herz wieder ein bisschen mehr zu öffnen. Die Liebe ja, kann auch etwas sehr Schönes, etwas sehr Positives sein. Also du siehst, betrachtest hier die Liebe oder das Romantische eher als etwas Negatives. Vielleicht hast du auch gar keinen Bezug zur Romantik. Auch das kann es natürlich sein. Und dann gilt es auch da, diesen Kreislauf abzuschließen. Ne? Vielleicht bist du eher der unromantische Typ, egal ob jetzt Mann oder Frau, und ja, drehst dich da hier immer wieder so ein bisschen auch im Kreis. Auch das wäre eine Möglichkeit. Wichtig ist jetzt hier, einen Kreislauf abzuschließen, damit was Neues beginnen kann. Also ein Kreislauf soll abgeschlossen werden, etwas Neues soll beginnen. Achte darauf, ja, was dir gut tut, wer oder was da in dein Leben kommt. Und ja, dass es dir nicht schadet. Also achte da ein bisschen auf dein Bauchgefühl, kriege ich hier so rein. Ich lasse es mal so stehen, schau da vielleicht später nochmal nach. Ja, in dieser Jahreslegung vielleicht schaust du dann so Richtung Juni hier nochmal rein und guckst mal, was hier in dein Leben tritt. Sei vielleicht hier auch ein bisschen vorsichtig, oder es kann auch die Warnung sein, hier nicht zu romantisch oder zu blauäugig zu sein. Auch das wäre eine Möglichkeit. So, jetzt schauen wir in den Juli. Sicherheit für dich und deine Liebsten. Ja, wir haben hier den Krebs. Der Krebs steht für das Häusliche. Du kannst es natürlich auch hier mit dem Krebs zu tun haben. Und ich habe hier die Königin der Schwerter. Und die Königin der Schwerter, ja, die ist klar, die ist selbstbewusst, die weiß, was sie will, und die trifft auch die Entscheidungen für das, was sie will. Die kann sich auch durchsetzen, die behält einen kühlen Kopf, das nehme ich hier so wahr. Also entweder kommt hier so eine Person in dein Leben, egal ob jetzt als Mann oder als Frau, jemand, der klar selbstbewusst ist, weiß, was er will, ja, das kommuniziert, die kann auch gut reden oder er, und ja, man kann hier gut kommunizieren, man kann hier gut, man kann hier klare Entscheidungen treffen, also hier könnte auch etwas geklärt werden, auch das nehme ich hier so wahr. Ja, die 5 der Kelche als Klärungskarte auf die Königin der Schwerter. Ich nehme es hier fast so wahr, als ist es jetzt notwendig, dass du eine klare Entscheidung triffst. Oder hier kommt dir jemand zu Hilfe, der dir hilft, eine klare Entscheidung zu treffen. Denn hier geht es um Sicherheit für dich und deine Liebsten. Und hier haben wir die 5 der Kelche, die Karte der Trauer.
Also er ist traurig über irgendetwas. Also dich hier vielleicht auch nicht länger in deiner Trauer zu vergraben, das kriege ich hier so rein, sondern eine klare Entscheidung zu treffen. Eine klare Entscheidung für dich und für das, was dir am Herzen liegt. Denn deine Liebsten, die liegen dir am Herzen. Hier ist vielleicht etwas zerbrochen oder hier zerbricht etwas. Vielleicht darfst du dich von etwas verabschieden. Vielleicht darfst du hier etwas loslassen und vielleicht, ja, mit Sicherheit könnte es dir hier auch schwer fallen. Man schaut auf das, was da zerbricht, was da zerbrochen ist oder eben auch zerbricht. Aber wenn es sich umdrehen würde, hier stehen noch zwei Kelche. Also auch wenn hier etwas zerbricht und es schmerzhaft ist, wehtut und auch wenn wir darüber traurig sind, dass etwas zerbricht, gibt es hier trotzdem neue Chancen und Möglichkeiten mit den fünf der Kelchen. Also hier kann durchaus sein, dass du hier enttäuscht bist von einer Situation oder auch von einem Menschen. Aber komm hier aus dieser Enttäuschung heraus, bleib bei dir und triff hier eine Entscheidung für dich, denn die Königin der Schwerter trifft eine Entscheidung für sich und dann können sich hier auch neue Chancen und Möglichkeiten auftun. Wie gesagt, es kann auch sein, dass dir hier jemand zu Hilfe kommt, der die Situation klar beurteilen kann und dir dann auch dabei hilft, aus deiner Trauer herauszukommen und eine Entscheidung zu treffen. Ja, schauen wir auf den August. Bring Liebe in die Situation. Ja, schön, und da ist die Liebe. Also hier geht es jetzt um die Liebe, hier geht es darum, dein Herz zu öffnen, Liebe in eine Situation zu bringen. Egal ob beruflich, in der Partnerschaft, in der Familie, in den Freundschaften, einfach offenen Herzens zu sein. Also wage es hier auch, dein Herz zu öffnen. Wir nehmen mal eine Klärungskarte und guck mal, hier gibt es auch liebevolle Angebote. Na, also hier gibt es auch Komplimente. Öffne hier dein Herz, also sehr schöne Energie, Einladungen, Komplimente, Anerkennung. Also ja, das wird ja auch anerkannt, ne? Also ich nehme es ja so wahr, vielleicht kommt hier auch jemand auf dich zu, ne? Und macht dir Komplimente. Also betrachte das Ganze hier mit den Augen der Liebe. Also du siehst auch hier, wie die beiden sich hier so in die Augen schauen, vielleicht wirklich in der Partnerschaft. Da bekommst du jetzt die Anerkennung, nach der du dich hier vielleicht gesehnt hast. Oder hier ist jemand, der dir auch den Hof macht. Ne, vielleicht sich auch gegenseitig, ja, so ein bisschen den Hof machen, der Page der Kelche, der kann auch, man könnte sich ja auch verliebt haben, vielleicht verliebst du dich hier neu, also lass hier die Liebe fließen, schöne Energie, ja, sehr schön, das haben wir im August und dann im September, schauen wir mal, was sich hier zeigt, die Zeit der Heilung. Also da ist jetzt nochmal so die Zeit der inneren Einkehr. Ja, wenn du dich hier vielleicht verliebt hast und bist jetzt hier so, ja, offenen Herzens, ne, bekommst Komplimente, Geschenke, Aufmerksamkeiten, Anerkennung. Also sehr schöne Energie. Und hier haben wir die Zeit der Heilung, ja, nochmal in sich zu gehen. Also ich nehme es ja an, nehme es ja auch so mal, die Liebe heilt. Ne, also auch das, ist, die Zeit fließt ja immer so ineinander und ne, vielleicht bringt hier wirklich die Liebe, die Heilung in eine Situation. Ja, Zeit der Heilung oder auch im Allgemeinen hier nochmal ein bisschen Zeit der inneren Einkehr, sich Zeit zu nehmen, dir Zeit zu nehmen für dich. Da geht es mit dem Page der Schwerter um Kommunikation, also ich nehme es ja auch so wahr, vielleicht möchtest du jetzt hier auch gerade nicht viel reden, mehr beobachten, er steht auch da, beobachtet hier, hält sein Schwert mit beiden Händen fest, also vielleicht eher beobachten, schauen, was passiert, in dich zu gehen, zu heilen. Ja, König der Münzen. Schöne Energie zu beobachten, das kriege ich hier so rein mit dem König der Münzen. Und hier haben wir, das kann eine Person sein, natürlich,
der König der Münzen. Der König der Münzen, ja, der weiß, was er will. Der König der Münzen stellt auch oft oder egal, ob du jetzt als Mann oder Frau schaust, fester Partner, feste Partnerin da im Tarot, König, Königin der Münzen, ja, und hier kannst du ankommen. Ne? Der König der Münzen ist angekommen, der hat alles, was er braucht. Der kennt seinen Wert und er hat seinen Platz im Leben gefunden. Und vielleicht schaust auch du, ob du hier den Platz oder den Menschen, weil wir hier so schön die Liebe haben, ob das von Dauer ist, ob du da gut aufgehoben bist, ob du da ankommen kannst. Also das kann sehr im zwischenmenschlichen Bereich sein, hier die Dinge zu beobachten. Es kann natürlich, weil wir hier die Zeit der Heilung haben, es kann sich natürlich mit dem König der Münzen auch um was Berufliches handeln. Dann könnte es natürlich auch hier wichtig sein, dass du gut versorgt bist, dass du gutes Geld verdienst, dass du dir hier ausgesorgt hast, dass du dir alles leisten kannst, was du dir wünschst. Einfach vielleicht hier auch zu schauen im beruflichen Bereich, ne, dass du hier ja dein Auskommen, ein gutes Auskommen hast. Oder wie gesagt, weil wir hier die Liebe haben, könnte es auch schon sein, dass du hier beobachtest, hier vielleicht auch mal so ein bisschen anklopfst. Ist das denn was für die Dauer? Ne? Habe ich da ein gutes Fundament? Finde ich da mein Nest? Kann man sich da zusammentun? Also auch das nehme ich als schöne Energie wahr hier. Ne? Also zu schauen, zu beobachten, ein bisschen zu kommunizieren, ein bisschen in dich zu gehen. Was hast du für ein Gefühl? Ne? Könnte das was von Dauer sein? Ja, schön, sehr schön. So, jetzt schauen wir, Moment, Juli, August, Oktober. Geben statt nehmen. Ja, geben statt nehmen. Vielleicht darfst du hier jetzt etwas geben, ne? Geben statt nehmen. Ich nehme die Karte aber auch gern geben und nehmen. Sollte immer im Ausgleich sein. Geben statt nehmen. Und da habe ich hier den Hierophant. Der Hierophant. Schutz und Führung aus der geistigen Welt. Also wir haben hier einen Priester. Ne? Vielleicht geht es hier wirklich darum, hier den Bund fürs Leben zu schließen vor einem Priester. Auch das wäre eine Möglichkeit, sich die Hand geben. Ne? Ich schaue hier auch auf die Hände. Ne? Also hier wirklich vielleicht einen Bund fürs Leben einzugehen. Und da habe ich die Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit als Klärungskarte steht hier für eine Entscheidung. Also ich nehme es so wahr, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen hier, auch mit der Waage-Energie, und hier haben wir geben statt nehmen oder geben und nehmen, soll im Ausgleich sein, hier eine Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen, hier vielleicht wirklich ein Bündnis zu schließen, ne, mit dem Hierophant. Wenn es hier darum geht, hier in der Komfortzone oder eben was Festes auf Dauer, dann kann es hier natürlich auch die Entscheidung zu einem Bündnis sein, ne? Zur Ehe zum Beispiel. Oder hier geht es auch darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht hier um Gerechtigkeit, die richtige Entscheidung zu treffen, und der Hierophant steht ja auch für Glauben, Glaubenssätze, für Tradition, für das, was wir beigebracht bekommen haben in unserem Leben. Also hier auch abzuwägen und eben die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Ne? Wie, ja, die richtige Entscheidung, woran glaubst du? Auch die richtige Entscheidung, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, nach deinem Glauben zu treffen. Also woran glaubst du und ist es für dich die richtige Entscheidung? Ne? Ist es für dich ausgewogen? Da geht es um Gerechtigkeit. Ist es ausgewogen hier wirklich nach deinem Glauben? Ne? Was ist für dich möglich? Woran glaubst du, auch die richtige Entscheidung zu treffen? Also, ne? So nehme ich es wahr. Ich mal gerade, ob da noch was kommt. Also vielleicht hier auch eine traditionelle Entscheidung zu treffen. Hier kann es natürlich auch darum gehen, dass man unterschiedlichen Glaubens ist. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und dann geht es hier darum, natürlich hier auch die richtige Entscheidung zu treffen, eine harmonische, eine gerechte Entscheidung zu treffen. Auch das
kriege ich hier so rein? Ne? Vielleicht lernst du hier jemanden kennen und ihr seid unterschiedlichen Glaubens. Und ich nehme es ja so wahr, hier geht es einfach auch um die Harmonie, geben und nehmen, ein Ausgleich soll denn da sein. Und dann eben hier für jeden auch hier eine gerechte Entscheidung zu treffen. Ja, so lasse ich es mal stehen. Dann schauen wir auf den November. Die Energie kommt in Fahrt. Also jetzt kommt Energie in eine Situation und da haben wir die Welt. Ja, jetzt wird was abgeschlossen. Das kriege ich hier so rein. Hier haben wir schon mal die Welt. Hier haben wir sie jetzt, die Welt. Also hier ein Kreislauf wird abgeschlossen. Etwas Neues beginnt. Also sehr schön, die Welt. Auch sie hat wieder die Stäbe in der Hand, wie schon hier. Also es geht darum, wirklich hier dein Leben in die Hand zu nehmen. Eine selbstbestimmte Entscheidung. Da haben wir die Entscheidung. Eine neue Lebensphase. Das Alte wird abgeschlossen, eine neue Lebensphase beginnt und da hier dein Glück und deine Zufriedenheit zu finden. Also sehr schön, da kommt jetzt die Energie, hier wirklich Dinge zum Abschluss zu bringen. Vielleicht das, was dich hier noch verfolgt hat, das kriege ich ja auch so rein. Ne? Wo du das Gefühl hattest, hier in diesem Teufelskreis oder dich ständig irgendwie im Kreis zu drehen. Ja, da nehme ich es so wahr. Da wird es dann abgeschlossen. Da geht es jetzt um dein Glück, deine Zufriedenheit. Er hat hier 9 gefüllte Kelche, also wunderschön. Ne? Eine Entscheidung für dein Glück. Wir haben hier die Entscheidung, vielleicht hier auch aus alten Traditionen hier auszubrechen, Glaubenssätze zu verändern. Wir haben vieles gelehrt bekommen, also was vor 50 Jahren vielleicht noch richtig war, muss heute nicht mehr richtig sein. Also bleib hier aber auch gerecht. Gerechtigkeit ist hier wichtig und auch die Entscheidung für dich, für das, woran du glaubst, damit hier die Dinge zum Abschluss kommen können und du in dein Glück und deine Zufriedenheit kommst. Also schöne Energie. Die Energie dazu ist jetzt da. Na? Ja, und dann schauen wir auf den Dezember und da haben wir jetzt die Ergebnisse sind in Reichweite, also Ergebnisse in Reichweite. Es könnten sich ja schon erste Ergebnisse zeigen und da haben wir wieder die 6 der Münzen. Also es scheint hier in dieser Legung, liebe Jungfrau, viel um die Ausgeglichenheit, um die Harmonie, um Gerechtigkeit in Situationen zu gehen. Ja, also das nehme ich ja schon so mal, woran du festhältst. Die richtigen, die gerechten Entscheidungen. Hier die 6 der Münzen ist auch die kleine Gerechtigkeit. Also du bekommst, was dir zusteht. Ein Ausgleich kommt, du wirst hier etwas bekommen. Vielleicht ja, hast du noch von etwas von jemandem zu bekommen. Ja, vielleicht hast du jemandem was geliehen. Das kann auch im Finanziellen sein. Und es kommt jetzt zurück. Und also es wird hier Gerechtigkeit kommen. Und da habe ich als Klärungskarte den Teufel. Ja, was ist denn bei dir los, liebe Jungfrau? Also hier wirklich Gerechtigkeit. Ich nehm's, da haben wir wieder den Teufel. Den haben wir schon hier. Also irgendetwas ist noch nicht richtig hier. Das kriege ich mit dem Teufel. Vielleicht versucht man hier auch einen Vorteil aus dir zu ziehen. Da sei vorsichtig, das kriege ich hier so rein. Ne, da könnte sich hier auch ganz schnell das Ergebnis zeigen, das nehme ich hier so wahr, ob hier jemand nur auf seinen Vorteil aus ist. Das nehme ich hier wahr. Vielleicht geht es hier wirklich ums Geld, dass hier jemand vielleicht nur auf seinen Vorteil aus ist. Es kann natürlich auch sein, ob du hier dir einen Vorteil hier verschaffen möchtest. Ich nehme es hier fast so im finanziellen Bereich wahr. Und dann wird sich das hier auch in absehbarer Zeit zeigen. Denn das Ergebnis aus einer Situation, das wird hier gezeigt. Und wenn hier jemand nur auf seinen Vorteil aus wäre oder aus ist, dann könntest du das hier relativ schnell durchschauen. Also das nehme ich hier so wahr, dann würdest du spüren, ist hier jemand nur auf seinen Vorteil aus. Geht es nur darum, dass ich in etwas hinein investiere und wenn ich dann etwas zurückhaben möchte, dann ja, ist man verschwunden, nicht erreichbar etc. Ja, vielleicht versucht man hier auch dich ein bisschen auszunutzen. Auch das kriege ich hier so rein. Also sei da ein bisschen vorsichtig.
ich sag mal so, sei hier ein bisschen gewarnt, pass hier ein bisschen auf, pass hier ein bisschen auf dein Geld auf, das kriege ich hier so rein. Schau, dass es hier nicht nur darum geht, sich an dir zu bereichern oder dass du ihm vielleicht hier auch gerne gibst und man nutzt das aus, sondern schau da drauf, dass hier auch wieder was zurückkommt. Ja, liebe Jungfrau, ich lasse diese Legung hier jetzt mal so stehen. Eine sehr interessante Legung haben wir hier, wie gesagt. Zweimal den Teufel in dieser Legung, da schau bitte jeweils mal auf deine Situationen, was dich hier gefangen hält, in welchem Kreislauf du dich hier befindest. Es ist wichtig, dass es zum Abschluss kommt und dass du dich dann hier auch nicht wieder ausnutzen lässt. Also hier nochmal die Warnung, das nehme ich hier so, so wahr. Hier kann dir jemand zur Hilfe kommen, der dir hilft, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Hier könnte eine neue Liebe kommen, hier könntest du verliebt sein und hier könntest du prüfen, ist das wirklich was von Dauer? Da geht es nach deinen Glauben, Entscheidungen nach deinen Glauben zu treffen und hier wirklich alles abzuschließen, was dir nicht gut tut, sondern hier in erster Linie an dein Glück zu denken, an deine Erfüllung. Und wir haben hier Kelchkarten, hier geht es nicht um das materielle Glück, sondern hier geht es darum, dass du dich wohlfühlst, dass du zufrieden bist, dass du glücklich bist, aus dem Herzen heraus, in der Liebe. Also sehr schön. Ich mische jetzt mal noch eine Engelskarte raus. Liebe Jungfrau, das war echt eine, sehr interessante Legung, sage ich jetzt mal so. Schau im Laufe des Jahres da gerne noch mal rein und schreib mir vielleicht dann auch noch im Laufe des Jahres mal noch den ein oder anderen Kommentar, worum es da geht bei dir. Wie gesagt, das ist so eine Legung hatte ich jetzt noch nicht mit so vielen Herausforderungen und zweimal den Teufel. Wir schauen jetzt mal, welcher Engel dich begleitet im Jahr 2024. Ich bin fast ein bisschen erschüttert. Ja, hier habe ich den Engel der Achtsamkeit. Gehe achtsam deinen Weg und vertraue darauf, dass alles seine Zeit hat. Also achte hier auf dich. Sei achtsam. Sei ein bisschen vorsichtig. Sei achtsam. Achte in erster Linie auf dich. Achte auf deinen Weg. Achte darauf, dass du nicht in Fallen trittst. Achte darauf, dass die Menschen es gut mit dir meinen, dass hier wirklich Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Es hat alles seine Zeit. Ja, manchmal dauert es hier vielleicht auch ein bisschen, bis man gewisse Dinge oder Menschen durchschauen kann. Auch das nehme ich hier so wahr. Vielleicht gibt man hier etwas vor, was gar nicht so ist. Auch das kriege ich hier noch rein. Und ich habe hier die 4. Ja, und die 4 ist der Herrscher. Das könnte eine wichtige Zahl für dich sein. Die 4 ist der Herrscher. Und der Herrscher, ja, steht dafür, der Herrscher hat den Stab seines Lebens in der Hand. Der Herrscher weiß, was er will. Der Herrscher kann sich durchsetzen. Der Herrscher ist ein guter Führer, Anführer. Vielleicht kommt dir hier noch jemand zur Hilfe. Das könnte es sein. Oder eben auch darum, achte auf deinen Weg. Nimm den Weg deines Lebens in die Hand. Schau, dass es, dass du niemanden schadest. Das kriege ich hier so rein. Geh deinen Weg. Ja, und in der Herrscherenergie. Hab den Willen und die Kraft dazu. Und sei vielleicht auch hier ein gutes Vorbild. Denn der Herrscher kann auch ein gutes Vorbild für andere Menschen sein. So, meine liebe Jungfrau, jetzt lasse ich diese Legung hier so stehen. Und wie gesagt, das ist eine Jahreslegung, vielleicht schaust du ab und zu mal rein. Und ich wünsche dir natürlich ein schönes und erfolgreiches Jahr 2024. Lass es dir gut gehen. Und ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt, mir einen Daumen hoch gibst oder mir einen netten Kommentar schreibst. Und ich freue mich auch, wenn du hier bei mir auf meinem Kanal bei den nächsten Legungen wieder dabei bist und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.